Guten Morgen, Faszientherapie. Guten Morgen. Und jetzt geht's zum Corona-Test. Und das Witzige daran ist auch, da ist irgendwie eine Freundin von Mutti oder eine Bekannte aus der Klinik oder irgendwie sowas. Und ich muss meinen vollen Arsch hier nicht mal aus dem Auto rausbewegen. Achso, und wir haben übrigens eingekauft für die Charité gleich. Einzeln verpackte Pickups. Mini. In Eimern. Und jetzt sitzen wir vor der Charité und gucken die ganze Zeit in unsere E-Mail, ob der Corona-Test schon da ist. Es steht überall drauf, dass du einen Test machst. Ne? Also warum muss man den, der das Bändchen vergibt, einfach so anpöbeln, bloß weil man keinen Test dabei hat? Vor allem, der kann ja gar nichts dafür. Da kann man nichts dafür. Wir sind jetzt in der Charité. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das gleich ausgeht, dass ich diese beiden Eimer da tragen soll. Ich trage deine Krücken und du trägst die Eimer. Ich warte jetzt nur noch auf das Medikament und dann geht's los. So, schon super. Zwischen hier und jetzt sind vielleicht 30 Minuten vergangen und alle Medikamente sind da. Läuft auch schon. Der letzte Akt für die Chemotherapie. Fertig. Ich habe noch was Komisches gehört, aber dann sehe ich euch gleich zu Hause. Rezept abgeben, weil das dauert jetzt auch länger. Also letztes Mal hat es 6 Wochen oder so gedauert. Jetzt gehen wir noch eine Belohnungspizza holen und dann geht's nach Hause. Ist jetzt, würde ich mal sagen, so gut eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie her. Jetzt gehen wir laufen. Das ist jetzt sozusagen noch der entspannte Part. Und es wird gleich getauscht. Jetzt musst du dich zeigen, sonst ist es nicht glaubwürdig, dass ich laufe. Sehr schön.